Hey Skatfreunde, willkommen zu einer Folge Rocket. Ich glaube, es ist schon die 26. Ich glaube, ich bin schon bei über 100 Videos, also Zeit, sich nochmal richtig zu freuen, stolz zu sein. Das hätte ich selber gar nicht gedacht, dass es so viel wird. Gleichzeitig allerdings auch schon die Ansage, nächste Woche wird es kein Video geben, auch jetzt Freitag wohl nicht. Es ist Sommerzeit, Ferienzeit, ihr wisst das selber. Da trete ich ein wenig kürzer. In 2 Wochen sollte es dann wieder soweit sein. Insofern bin ich diese Woche mehr als entspannt, tiefenentspannt, denn egal wie gut oder schlecht mein Ergebnis hier ausfällt, ich werde die Monatsmission am nächsten Montag gar nicht mitspielen können, da ich dann im Urlaub weile. Von daher, ob das nun gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall spiele ich jetzt hier wirklich ganz entspannt, kann mich mit den Kollegen hier freuen, wenn sie gute Karten bekommen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich Ihnen diese 5 Euro freiwillig hergebe. So, der Bluff eben mit Herz Buben, ein bisschen durchsichtig. Selbst wenn ich meinem Partner Pik Buben zugetraut hätte, wäre Pik Lusche keine schlechte Karte gewesen, um dann das Kreuz-Nachspiel anzuzeigen. Aber das war an sich schlecht vorstellbar, wo ich dann 2 Kreuz und 2 Herzstiche im Blatt gehabt hätte. Von daher, es ist hier ein Runterziehrang und die Entscheidung, ob wir überhaupt einen Stich machen, die wird jetzt fallen. Ich schmeiß zuerst ab, mein Partner muss an sich die andere Farbe halten. Nachher haben wir beide Herz gehalten, das hat aber auch hingehauen. Also ein guter Auftakt für Spieler 1, ein Oma-Spiel. Wobei, ich glaube, ich hatte es euch schon mal erzählt, meine Oma, die hätte ich am Skattisch gar nicht treffen wollen, die war eine hervorragende Bridge-Spielerin. Und das bedeutet, dass sie sicher auch im Skat alle Trümpfe im Blick hatte. So, hier, das freut jetzt mein Herz natürlich. Spieler 3 hat entweder meine Videos geschaut oder ist selbst auf diese gute Idee gekommen, mit 6 Trümpfen, Zugfolge, Trumpf von oben und dann jetzt von unten, wo gerade wo der Trumpf Volle gefallen ist. Ja, Pik Dame von meinem Partner ist natürlich jetzt irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Hat er nichts zu wimmeln, weiß er noch nicht. Das ist ja nun wirklich sehr wenig. Also, wenn der Alleinspieler das Pik Ass zu dritt hat, dann werden wir irgendwie wohl nichts gewinnen. Aber ich habe jetzt gehofft, in Karo vielleicht den Single zu treffen von meinem Partner, vom Alleinspieler. Das war nicht der Fall. Stattdessen, mein Partner steht auf Karo 10, König Lusche und hat mir die Pik Dame gegeben. Und ja, jetzt hat er hier Herz, Pik Ass und König. Also ein ungewöhnlicher Abwurf, sagen wir mal. Mein Partner war da im zweiten Stich nicht ganz bei der Sache, hat mir tatsächlich von seinen ganzen Bildern noch das Kleinste gegeben. Damit hat er mir natürlich nicht geholfen, aber letztendlich war das Spiel so oder so nicht zu schlagen. Ein Mittelhandansatz mit den 3 oberen Damen. Also beim Doppelkopf könnte man was mit anfangen, aber nicht beim Skat. Ja, ein Auftakt, der wohl nur dem Alleinspieler hilft, geschnippelt mit dem Herzkönig. Und Trumpf steht 3-3, da seht ihr es schon, ne? Zweimal von oben, dann Trumpf Lusche, klar, dann muss Herzbube bei meinem Partner sein. Jetzt fällt auch der Herzbube, damit ist endgültig klar, es ist genau ein Fünftrümpfer, Herz Ass König sind 2 weitere bekannte Karten. Also theoretisch kann das Herz Ass natürlich noch bei meinem Partner sein, aber dass er nun mit 3 Trümpfen unter dem irgendwie einfach bestellten Ass ausspielt, ungewöhnlich. So, da sehen wir es auch. Jetzt hat mein Partner danach gleich Pik hinterhergezogen, auch noch Kreuz, Pik 10 und König dem Alleinspieler freigespielt. Also das Spiel lief bei gar nicht ganz so starker Karte wie auf Rädern. Ass König und 10 König Lusche an der Seite, aber darauf nur einen Stich in der Beikarte abgegeben. Also Schneider sind wir geblieben. Viertes Spiel, und jetzt habe ich doch mal einen Ansatz. Null Wehr kann ich reizen, eine zu drücken, aber wird man dabei hier rankommen? Ja, und das sogar für 22. Das ist natürlich Luxus, denn dann könnte ich zur Not ja sogar noch den Null spielen, wenn die Findung schlecht gewesen wäre. Karo Ass soll mir aber reichen für den Null Wehr. Der geht jetzt nur um, wenn Karo 4 zu 0 verteilt ist, also Chance nur ca. 10% auf Verlust. Dazu noch keine Gegenreizung, also unwahrscheinlich, und da wird das Spiel auch geschenkt, es sitzt also artig. Ach ja,
Das mit dem Geduldsspiel hatte ich schon mal erwähnt, ne? Aber viele Spieler glauben ja oder spielen Skat ja, als wäre es ein 100-Meter-Lauf und ja, merken dann häufig fest in der fünften Runde, dass ihnen die Puste ausgeht und es gar kein 100-Meter-Lauf ist, sondern eine Langstrecke. Und in der Langstrecke, da brauchst du Disziplin, da brauchst du einen langen Atem, da musst du auch mal so eine Phase aussitzen, wo nicht viel passiert. Und genauso ist es eben auch, ist es beim Skat. Wobei das 12er Rocket natürlich ja ein wenig anders ist, aber wenn du kein Material hast, also wenn du gar nichts hast, dann kannst du da auch nichts mitmachen, dann kannst du damit nur kaputt machen, wenn du reizt, was du nicht hast. So, jetzt hier Trumpf einmal abgezogen, damit ich nicht mehr in den Kreuzbuben eingespielt werden kann. Jetzt kann ich Kreuz wieder rausspielen. Also 6 Trümpfer, das übliche Spiel. Immer gucken, wie viel Trümpfe hat der Alleinspieler. Jetzt zieht er das Herz Ass ab, wahrscheinlich blank, weil er dann vom Karo, von seinem Drilling vermutlich abspielt und das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er das Karo Ass nicht selber hätte, weil er dann wohl auch gewonnen hätte, aber einen Stich weniger macht. Von daher glaube ich schon, dass er das Karo Ass auch noch hat und so ist es auch. Also bisher hier nur ziemlich deutliche Spiele. Spannungsmäßig war da noch nicht so viel los. Jetzt hier von mir mal in Mittelhand ein bisschen mutige 18 geboten, 4 volle, Karo Bube, aber nur 2 Asse. Und kommt für 18 ran. Naja, diesmal immerhin das Kreuz Ass gefunden. Das ist natürlich schon genau die Verstärkung, die ich gesucht habe. Jetzt ist es ein ganz gutes Spiel. Wenn man für 18 rankommt, kann ich ganz optimistisch sein. Und die Überlegung ist jetzt natürlich, Karo spielen, 14 im Herzenkeller oder sogar Herz 10 Kreuz König. Oder sogar den Grang. Und weil es hier das Rocket ist. Und weil der Grang, weil das Farbspiel auch nicht so hundertprozentig sicher ist. Also nicht, es ist wohl vielleicht ein bisschen besser als der Grang, aber auch nicht so viel besser. Habe ich mich jetzt dann hier für den Grang entschieden. 20 Augen in Keller. Mit den 3 Assen, die alle laufen sollen, sind das 53. Und dann müssen irgendwo noch 8 Augen herkommen. Also, entweder auf Karo König wird was abgeschmissen. Oder ich kriege vielleicht den Herzkönig durch oder die Herzdame gestochen. Schnippeln mit Kreuzkönig. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, aber es kann natürlich auch leicht in die Hose gehen. Aufschlag, Herz Ass hinten rausgenommen, soweit okay. Herz Dame wird sicher noch Vorhand haben. Mein Beispiel 1, der hat aus der Dame zu dritt aufgeschlagen. Ja, wenn ich steche, bin ich hier bei 20. Ja, kann ich Karo Ass ziehen, Karo König, aber ist mir dann doch nicht so recht. Ich habe dann gedacht, warte lieber auf die Herzdame und muss natürlich jetzt hoffen, dass Spieler 3 nicht gerade irgendwie noch einen blanken Karo oder so zum Abtragen hat, dass er an sich in jeder Farbe jetzt schön 2 dabei hat. Und habe jetzt 25, das hat soweit schon mal geklappt. 36, jetzt reichen mir natürlich die beiden dunklen Asse noch nicht. Und das ist natürlich, wo ich selber die ganzen Bilder da habe, auch nicht möglich oder nicht sehr wahrscheinlich, da ein Bild zu bekommen. Das müsste schon dann die Kreuzdame sein oder eine blanke 10. Da habe ich jetzt lieber es nochmal, ja, wie sagt man so schön, treu doof mit dem Karo König versucht. Zum Glück war die Drückung ja, na gut, die Herz 10, die ist an sich schon zu erkennen und nach diesem Stich ist an sich auch die Karo 10 zu erkennen. Aber Spieler 1, der wirft ab, Kreuz 7. Jetzt habe ich natürlich 43 und es müssen nur noch die Asse laufen. Kann es denn tatsächlich wahr sein, dass es so einfach ist? Und es ist so einfach, schnapp sogar noch da die Kreuz Dame. Also ja, das hat mir Spieler 1 hier vielleicht doch auch ein bisschen zu leicht gemacht. Da hätte er mit den beiden Buben wohl König Dame in Karo mal stechen sollen. So habe ich jetzt doch ungefährdet mein Grang ohne 3 gewonnen und nun schaut es euch an. Da kommt doch die korrekte Belohnung. Ich glaube nicht an Belohnung. Ich habe ja auch hier gar keinen Fehler gemacht, von daher steht mir keine zu. Selbst nach dem Aberglauben nicht. Ich habe hier einfach jetzt in Vorhand einen Keulengrang Hand. 4 Asse, 2 Zehen und Kreuzbube im Ausspiel. Das nehme ich natürlich gerne mit, das Spiel. So, erste Überraschung. Kein Bube bei Spieler 1 und dann schon der Karo König, also blank. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Spieler 3 nun 4-mal Karo und 3 Buben hat. Vermutlich, also begründete Hoffnung, dass ohne Reizung ein Bube schläft oder wenigstens ein paar Karos. Also da mache ich mir noch gar nicht so viel Gedanken. So, Pik 10 wird gestochen.
Kommt Herzkönig. Also die Bilder, die fliegen hier heute durch die Luft. Die ist ja gerade zu gespickt von Bildern, die Luft. Links und rechts kommen sie geflogen. So, wenn jetzt das Kreuz Ass noch läuft, wenn da nicht drei Buben und Kreuz frei ist, dann habe ich kein Problem. Ich habe kein Problem. Und wenn mich, ja, würde mich doch sehr wundern, wenn jetzt der Pik-Bube nicht drin liege. Doch, er liegt drin, in der Tat, herrlich, mit zwei Kleinhand. Der zweite 96er hintereinander. Und dann, bevor die Freude ganz verklungen ist, kommt hier schon das nächste Spiel und das sieht wieder sehr gut aus. Wieder drei Buben, wieder zwei Asse und gefunden wie Gott in Frankreich. Pik Dame und 7, also die passen bei mir definitiv am besten rein. Und damit geht es bei diesem Gang natürlich erneut nur um Schneider oder nicht. So, ein Stich in Pik wäre möglich, falls der draußen ist. Schnippel ich jetzt hier in Kreuz, dann ist trotzdem des Pikstiches noch Schneider und wenn mir Kreuz Ass und 10 jetzt, also Kreuz Ass abgestochen wird mit der 10, dann kann ich immer noch Schneider spielen, wenn die Pik 10 blank ist. Aber ich brauchte gar nicht mehr so viel Gedanken zu machen. Es sitzt wieder vorschriftsmäßig harmlos, Pik 10 blank und Kreuz nicht lang, also nur diesen 4-Augen-Stich habe ich abgegeben. Und jetzt wisst ihr auch, warum alle so gerne mit mir Skat spielen. Da habe ich erst nichts bekommen und dann macht es plötzlich bupp, bupp, bupp. Dreimal hintereinander 96. Das habe ich natürlich auch wirklich lange nicht gesehen. Aber wenn es kommt, wenn die Kirschen eingeflogen kommen, dann muss man sie natürlich auch pflücken. Und jetzt stehe ich natürlich wirklich ganz solide da. 500 Punkte und noch 4 Spiele nach. Das kann also wirklich eine schöne Liste werden. Auf jeden Fall wird es erstmal schwer für die beiden anderen, da noch den Anschluss zu bekommen. Da müssten sie jetzt auch ein bisschen ein paar Bretter nachlegen. Und in diesem Spiel habe ich immerhin schon mal den Kreuz-Buben im Blatt. Also ein ganz, ganz teures Spiel kann es eigentlich nicht werden. Zusätzlich, obwohl ich ja nur Gemüse in der Hand habe, zwei Reizungen, zweimal, also 36 gereizt von meinem Partner. Das heißt, gar nicht gesagt, dass jetzt hier ein todsicheres Spiel rauskommt. Spieler 1 lässt sich auch Zeit, könnte sogar ein echtes Problemspiel werden. Je länger er nachdenkt, desto aufmerksamer werde ich. Ja, fange schon mal an, hier langsam mit den Fingernägeln zu kratzen. Was erwartet uns denn jetzt? Ein Grang soll es sein. Ein Grang soll es sein und der geht über die Dörfer. Daran ist ja schon zu sehen, dass ihm wohl zwei Buben fehlen, dass er nicht drei Buben hat, sonst hätte er einen gezogen. Und ja, mein Partner sticht Pik als Dame. Ich habe zwei Pik, also hat der Alleinspieler fünf Pik. Also sind jetzt schon 7 Karten bekannt, die beiden roten Buben und die Fünferlänge im Pik. 16 Augen für uns. Gut, wenn wir, also wenn der Alleinspieler nur noch ein weiteres Ass hat, aber noch zwei Abgeber zu den drei unbekannten Karten, dann wird er 4 Stiche verlieren und dann kann es leicht für uns reichen. So, jetzt haben wir 30 liegen. Mein Partner hat das Kreuz Ass. Im Pik werde ich sowieso nur eine Lusche zu stechen bekommen, also von daher, ich ziehe jetzt einfach mal den Kreuz Buben auf 45 und jetzt war ganz kurz die Überlegung, Pik einzuspielen, aber falls der Alleinspieler dann noch Herz Ass Dame hat, dann kann er nach dem Einschub einfach die Dame oder Herz Ass König hat, dann kann er das Bild rausspielen und wir kriegen nur 13 oder 14 dann auf 58 oder 59. Von daher empfiehlt es sich jetzt doch nicht, wie ich mir dann gedacht habe, Pik einfach einzuspielen, sondern jetzt Karo treffen. Das Ass vermute ich bei meinem Partner, weil der Alleinspieler abgeschmissen hat. Jetzt liegen bei uns ja 45, das heißt, hier muss er stechen und selbst wenn der Alleinspieler jetzt noch auf Herz Ass König oder Herz Ass Dame steht, dann werden wir jetzt noch den 17er Stich oder 16er Stich zum Sieg machen. Wenn er das Herz Ass gar nicht hat, so wie hier, dann kann er natürlich erst recht nicht gewinnen. Das waren 4 Abgebestiche, das war einer zu viel, also Rang verloren. Der Spieler ist raus aus der Qualifikation, da hätte er bei der Reizung vielleicht es riskieren müssen. Buben raus ist natürlich auch unangenehm, aber
So war der Gang nun auch nicht zu gewinnen. Jetzt haben wir doch hier nochmal einen schönen Vorfall. Spiel 10. Ich wollte mit drei Buben nicht bei 18 passen, obwohl meine Beikarte Kraut und Rüben ist. Jetzt habe ich zwar den vierten Buben gefunden, immerhin bei 18. Das ist ja schon mal erfreulich. Aber tatsächlich es geschafft, zum großen Rollmops, wie er heißt, zum großen Zampano zu finden. Zwei von jeder Farbe, kein Ass dabei. Gut. Ich nehme das teuerste Spiel. Ich will das Spiel mit Vieren trotzdem gewinnen. Und ich halte die Karo 10 im Blatt. Gerade bei so einem Spiel mit Vieren trauen einem die Gegner das häufig nicht so zu. Da sind die Rollen häufig im Keller. Jetzt hier der kleine Anschissversuch mit dem Karo Buben in der Hoffnung, Spieler 3 haut da mal was rein, tut er aber nicht. Immerhin die gute Nachricht, wieder Herzabwurf. Das ik für mich positiv. Pik oder Karo Lusche hätte ich ungern gesehen. Denn selbst wenn jetzt in Karo geschnitten wird, sofern die Karte glatt steht, fallen zweimal 28 Augen. Das wären dann nur 56. Das aber noch nicht gesagt. Aber jetzt wird Karo Ass wie gewünscht direkt rausgenommen. Und da seht ihr es, sie spielen es auch scharf. Wenn ich jetzt nicht gerade Herz, Dame, König im Keller hätte, sondern Karo 10 und Pik Dame oder irgendwie sowas, dann hätten sie mich hier an den Eiern. So aber kann ich die 21 stechen. Jetzt gibt es noch den Einstich in Pik. Einmal durchpusten. Das Ding mit Vieren hat funktioniert, das ging gut und damit stehe ich jetzt bei 684 Punkten. Ein sehr gutes Ergebnis. Ja, Spiel 11, schöner Ansatz eigentlich. Zwei Asse, zwei Buben, aber es sind natürlich nur die kleinen Buben. Es fehlt mir auch der fünfte Trumpf in Herz oder so, dass ich zwei Seitenasse habe. Es wird noch 18 gehalten, dann lasse ich Spieler 3 mal das Spiel machen. So, vier Trumpf dagegen. Jetzt steht aber nur ein volles noch außer dem Trumpf Ass, das Kreuz Ass. Jetzt stellt sich gleich die Frage, Kreuz Ass gleich in die Manege schmeißen? Ist ja so die Faustregel, hast du die Trümpfe selber, spiel deine vollen, wo willst du sie sonst unterbringen? Aber es kann auch gut sein, dass ich das Kreuz Ass in einen Pikstich versenken kann, wenn das der Drilling vom Alleinspieler ist. Also das ist immer gar nicht so ganz klar. Ich habe mich jetzt hier entschieden, erstmal zu versuchen, noch nichts kaputt zu machen, erstmal ein bisschen die Karte klären. Und da seht ihr es, Herz war gar nicht schlecht getroffen, allerdings Kreuz König Abwurf, das heißt, Kreuz war wohl der Blanke vom Alleinspieler, jetzt sticht er auch die Herz-Doppellusche und das kann ja wohl nur heißen, jetzt sehen wir hier schon, das Spiel geht weiter, es ist der Sechstrümpfer, er hat also definitiv drei Piken an der Seite und ja, wenn das Pik Ass 10 König ist, dann können wir nicht gewinnen. Wenn er noch eine Lusche dabei hat, Ass 10 Lusche oder so, dann könnten wir gewinnen, aber warum hat er dann die Null Augen eben stechen sollen? Kann natürlich auch sein, dass er mich da angeschmiert hat mit dem Kreuz König, glaube ich aber eher weniger. Von daher teste ich es jetzt hier nochmal von unten und hoffe einfach, dass mein Partner doch diesen Pik König Stich im Blatt hat, dass Spieler 3 da nicht abschmeißen wollte, weil er irgendwo ängstlich war. So richtig vorstellen kann ich es mir aber nicht. Gut, jetzt kann ich überlegen. Wenn mein Partner den Pik König Stich macht, dann gewinnen wir so oder so, ob ich jetzt hier steche oder nicht. Mit dem Stechen sind wir irgendwo bei Mitte 50, ich glaube bei 56. Und dann ist es jetzt auch egal, wie ich weiterspiele. Ja, alter Instinkt, nicht das Ass anbieten, Klammern an den Vollen und da endlich offenbart Spieler 3, ja, er hat noch den Pik König. Nein, wir haben nicht gewonnen. 57 haben wir gekriegt. Und ja, verdammt, hätte ich in dem Fall das Kreuz Ass ausgepackt im zweiten Stich. Dann wären da 18 gefallen auf 33, dann mache ich noch beide Buben, kriege ein Bild vom Alleinspieler und Herz, Ass und 10, das hätte genau gepasst. Ja, also dann doch vielleicht beim nächsten Mal mit 4 Trumpf gleich das Ass wieder auf den Tisch. Hü oder Hott. Letztes Spiel. Gut, an meine Seitenwette, da brauche ich ja gar nicht mehr denken, die ist ja nach diesen Riesenpaketen ungefährdet gewonnen. Jetzt spielt Spieler 3 erneut und wieder habe ich 4 Trumpf dagegen, also vielleicht kriege ich ja noch mal 40 Punkte von der Seite. Und jetzt liegt hier die Karo 7 und ich habe drüber nachgedacht. Ja, ich weiß es natürlich und ich habe selber schon Videos drüber gemacht. Die Karo Lusche soll natürlich gestiegen werden oder darf gestiegen werden. Sie ist häufig unter dem Ass, sonst wäre es vielleicht auch mal ein Bild, aber hier in diesem Rocket
Turnier maskiert. Man kennt ja die Mitspieler gar nicht so gut. So ganz hundertprozentig sicher habe ich Spieler 1 jetzt bisher auch nicht gesehen, aber davon ab, es ist auch immer so ein bisschen Gefühlssache. Ich habe hier den König dabei. Wenn das Ass tatsächlich beim Alleinspiel sitzt, dann wird der König auch reichen. Und vor allen Dingen, ich habe auch noch diese blanke Kreuz 10. Irgendwie ist es mir hier doch ein bisschen zu heikel, direkt die 10 draufzulegen. Ich wollte es nicht tun und dann fliegt hier die Karo Dusche so schnell, dermaßen schnell, dass ich sofort weiß, klar, hast es wieder falsch gemacht, es war unter durch, du hättest mit der 10 steigen können, die Chance ist vertan und damit wird es jetzt vermutlich schwer. Wir sehen es hier wieder ein Sechstrümpfer. Nur ein Karo dabei, Herz gestochen, also ganz klar, dreimal Kreuz an der Seite. Wenn das Ass dabei ist, dann wird der Spieler wohl gewinnen und das Ass ist dabei. Jetzt hier allerdings ein bisschen merkwürdige Fortsetzung. Kreuz Dame ist verdächtig. Wo ist Kreuz König? Ja, wo ist der Kreuz König? Und an diesem Stich sehen wir es hier, es ist mathematisch bewiesen, Kreuz König muss bei Spieler 3 sein. Er hat also, da er ja die drei Kreuzen haben musste, wie nach dem Herzstich dann schon bekannt war. Das heißt, er hat hier ein bisschen gepennt, er hat zu schnell gespielt, hat die blanke Kreuz 10 gar nicht so gesehen. Das heißt, weil sein Plan war, direkt danach mit Kreuz Lusche wieder vom Stich zu gehen, hat er auch gemacht. Er hätte dann natürlich den Kreuz König nachziehen können. Insofern ist es jetzt hier interessant, denn ich kann jetzt die Herz Dame noch abwerfen und habe damit noch die Trumpfgabel auf seine Trumpf 10 und damit hat er jetzt nur mit 64 gewonnen. Was bedeutet, wäre ich mit der Karo 10 raufgegangen, hätten wir das Spiel geschlagen, aber nur, wenn es dann auch diesen extrem verrückten Spielverlauf genommen hätte, was ich eher nicht glaube, denn der Alleinspieler hat erstens mal sein Trumpf volles nicht im zweiten Stich auf die Karo 10 gestochen. Da hatte er offenbar Angst, weil ich nicht mit der 10 geklettert bin. Und zweitens hat er es jetzt noch erlaubt, dass ich hinten diese Trumpfgabel bekomme, weil er den Kreuz König nicht gespielt hat, sondern die Kreuz Lusche. Also von daher, das Spiel wäre wohl, auch wenn ich mit der 10 marschiere, hier nicht umgegangen. Das zur Beruhigung. Das Endergebnis 5 zu 0, 6,84 mit fast 400 Spielaugen. Ja, so kann es gehen. Ich hoffe, es geht noch öfters so. Jetzt gucken wir erstmal Fußball, beziehungsweise bereite ich mich auf den Urlaub vor. Wünsche euch auch eine schöne Urlaubszeit, schöne Sommerzeit. Bis dann, übernächste Woche.